Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lost Odyssey. Ja, heute geht's endlich mal wieder weiter. Mein Kanal hat sich wieder beruhigt, ich habe alles hinbekommen, was ich hinbekommen wollte. Die Thumbs werden wieder normal gestellt und die Folgen werden wieder normal, alles wird wieder normal, ist das nicht schön? Und wir gehen jetzt zurück in die Stadt Numara. Warum auch immer, wahrscheinlich um Abschied zu nehmen von was eigentlich? Von der Leiche, die im Wasser treibt? Schauen wir mal. Wir sind ja mittlerweile in CD 2. Das geht ja fix. Ich denke mal, ein Monat pro CD. Kommt hin, ne? Numara, weißer Platz. Haben wir noch irgendwelche Geschichten offen? Hallo, möchtest du gerne diesen Würfel spielen? Wie? Du weißt nicht, wie Würfelmusik ist? Unglaublich, dabei macht das so viel Spaß. Das hier ist nämlich ein besonderer Würfel. Wenn man ihn schlägt, macht er schöne Geräusche. Und besser noch, wenn man die richtige Melodie spielt, geht er auf und gibt eine tolle Belohnung als Preis. Man braucht natürlich eine Würfelmusik... Partitur? Aber da es dein erstes Mal ist, schenke ich dir zum Anfang eine. Aha. Welches Lied möchtest du spielen? Eins. First Step, Schwierigkeit 1. C, E, G, C. Gut, bist du bereit, das gewählte Lied zu spielen? Ja. Dann stellen wir uns mal auf und los. Wie? Hä? Was geht denn jetzt ab? Okay, Max darf nicht mit. Ups, was? Hä? Gott. C. Okay. Ich glaube, das Problem ist, dass wir alleine waren. Scheiße. Ja, nein. Oh, verdammt. Okay. C, E, G, C. Okay, ich habe jetzt wenigstens verstanden, wie das funktioniert. Wir müssen vier Leute einfach einsammeln. So. So. Und so. Und jetzt? Ah, ich verstehe, ich verstehe. Dann probieren wir uns mal unser Glück. Also gut. C. E. G. C. Mal sehen. Es war so ein ganz billiges Minispiel. Was bekomme ich jetzt? Bestimmt irgendwie so ein Keks. Gratulation, toll gespielt. Als Erinnerung an diese erste Darbietung gebe ich dir das hier. Aha. Kraft. Cool. Wollen wir das zweite auch nochmal ausprobieren, ne? Ich kann eins nochmal machen, aber wir machen mal zwei. D-A-A-D. Das ist jetzt nicht wirklich so der Hammer. Aber naja. Hoppla. Hey, was mache ich denn da? Ach, draufgeschissen, so. Das ist schon in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. D-A-A-D war das, ne?
Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Es ist so kurz. Oh, ich habe zu lange mit meinen Viechern da verbracht. Oder war es D-A-A-G? Ich glaube, das war D-A-A-D, weil es sehr einfach war. Probieren wir es mal. Oh Gott, nein. Wo ist die? Achso. D. A. A. Ich glaube, das war D. Kein Problem. Zero hat Gedächtnis eines Elefanten. Hätten wir das wenigstens jetzt geregelt. Kein Problem. Wir hatten also ein so ein Ding schon gefunden. Nicht schlecht. Congratulations. Toll gespielt. Als Erinnerung an diese erste Darbietung gäbe ich dir das hier. Yeah. Was war's? Na komm, zeig an. Ausweichen. Geht klar, Chef. Was ist denn nur los? Hä? Komm wieder zur Wiesn- Zwischensequenz? Ah. Liebe Bürger von Wuhan, ich bin Tolton, Sohn des verstorbenen Königs Cypher. Bitte hört meine Worte. In diesem Augenblick befindet sich unser Land. Oh, das ist doch dieser Kerl aus Ura. Es ist der Rat. Ich frage mich, was los ist. Was könnte so wichtig sein, dass sie es der ganzen Welt verkünden wollen? Schlacht im Wohlhochland zur Tragödie werden ließ. Voller Gram und Schande denke ich an die vielen Menschen, die dort starben. Außerdem muss ich leider bekannt geben, dass seine Exzellenz, der ehrwürdige Vorsitzende Roxian, der den Rat führte, seit der Gründung der Republik an einer plötzlichen Krankheit verstorben ist. Seine Exzellenz verspürte eine große Verantwortung. Verstehst du irgendetwas von dem, was er sagt? Das habe ich irgendwie alles schon mal im Geschichtsunterricht gehört. Um Ura zu retten, müsse die Monarchie umgehend wiederhergestellt werden. Daher, in Übereinstimmung mit seinem letzten Wunsch, erkläre ich hiermit, dass von jetzt an die Republik für immer abgeschafft und der Rat aufgelöst wird. Der Goldjunge hat ja richtig viel vor. Das war Gunguras Plan. Gongora? Verstehe ich nicht. Die wollen was aufhalten, stimmt's? Werde ich als Thronfolger mit großem Stolz als 45. König von Ura die Krone tragen, da mir die Aufgabe... Oh, 45. Danke für die Aufklärung. Ich dachte 44. ...nicht in vollem Maße vertraut sind, ernenne ich seine Exzellenz Gongora, einen Zauberer mit viel Erfahrung, zum königlichen Berater und Vizekönig. Also, es ist mir eine Ehre, die Ernennung eurer Hoheit anzunehmen. So ein Schmierenkomödiant. Was? Hat er gerade königlicher Berater gesagt? Das ist doch ein Witz. Das heißt, Gongora wird regieren. Liebe Mitbürger, ich will euch nun einen der Gründe für meine schwierige Entscheidung erläutern. Hä? Das bin ja ich. Schau mal. Die planen eine Invasion Uras. War das meine Stimme? Was soll das? Was weiß ich denn? Wie ihr sehen könnt, wurde es mit Waffen ausgerüstet. Versteht ihr, was das bedeutet? Numara, wie schon kennt zuvor, zeigt nun sein wahres, kriegerisches Gesicht. In dieser Notlage hat unser Land kein schlagkräftiges Heer mehr. Warum sehen die uns so an? Die Armee wurde im Hochland von Wohl vernichtet. Es sind Zeiten, in denen ein König, der Ura zum Sieg führen kann, so wie einst mein Vater, unverzichtbar ist. Jensen, was soll das denn jetzt? Raus mit der Sprache. Ich sag doch, ich hab keine Ahnung. Du wurdest benutzt. Ich? Von Gongora? Du machst wohl Witze. Mir ging's nur ums Geld.
Ach, seht ihr? So ist das also. Ja, okay, jetzt wisst ihr es ja. Aber ich sollte euch nur im Auge behalten, ihr müsst mir einfach glauben. Und was war das mit der schwarzen Perle? Na, also, ich meine, das war, ja, Kein, also... der Kerl macht das, nur Ärger. Wir sollten ihn loswerden. Wir müssen das erledigen, bevor wir Sarah suchen. Gongora belauscht uns vielleicht sogar in diesem Moment. Hey, hey, Moment mal, okay? Ihr kennt nicht die ganze Wahrheit. Lasst mich... Das ist ganz egal. Keim! Soll er uns hören? Soll er uns sehen? Soll er nur zittern, wenn wir zu ihm kommen? Okay. Du machst mir wirklich Angst, Mann. Je mehr er sich erinnert, desto schlimmer wird er. Wo ist nur die Perle? Das heißt, er hat alles gesehen. Auch wie Jensen ihn verraten hat. Ich nehme erstmal einen Apfel. Hey, noch einen, komm. Da ist noch einer. Ah. Was bist du? Was ist denn? Sehen meine Ohren so komisch aus? Ja. Na und? Die von meinen Eltern sind genauso. Lass mich in Ruhe. WTF. Was wollte die denn? Was haben wir denn hier? Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Geht nicht auf. Herzlichen Glückwunsch. Es ist eine verschlossene Tür. Da drüben ist ein Haufen Soldaten. Wir halten uns vorläufig besser bedeckt. Laufen wir halt da oben hin. Auch kein Stress. Hey, die kommen mir doch irgendwie bekannt vor. Ich bin Let's Player. YouTube. Was? Was ist? Au, dieser... Hey, wer war das? Was zum... Mit was wirfst du da auf, mein Freund? Ich weiß, du willst cool wirken, aber ich glaube, Luft tut mir nicht weh. Ihr seid es, die Spione aus Ura. Spione? Wir haben nichts damit zu tun. Er ist der Spion. Hey, was? Hey, wieso zeigst du auf mich? Ura wird Numara angreifen, oder? Das ist eure Schuld. Jetzt glauben sie sicher, dass wir Spione sind. Wenn das so weitergeht, werden wir verhaftet. Vielleicht sollten wir erstmal raus aus Numara. Keim. Genau. Sie hören uns offenbar momentan nicht zu. Wie wäre es, wenn wir erstmal gehen und uns für einen Plan einfallen lassen? Okay. Dann Rückzug. Hallo? Es heißt, Ura sei am Angriff irgendwas. Ich habe nicht ganz zu Ende gelesen. Bombardiert eure eigene Stadt. Alles in Ordnung? Ja. Feuer! Da kommt die hier mit dem Panzer an. Das ist doch kein normaler Angriff, oder? Wie? Was ist denn ein normaler Angriff? Guck, Max. Ihr müsst jetzt im Rauch verschwinden und weglaufen. Was? Aber nein. Los. Wenn ihr bleibt, seid ihr uns nur im Weg. Keim, das stimmt nicht. Wir bleiben zusammen. Gehen wir. Max. Habt keine Angst. Wir schaffen das schon. Überraschen wir sie doch und laufen weg. Du, sei still. Was? Keim, das ist Haut rein. Na toll. Ich glaube fast, sie haben uns gesehen. Ich habe mein Konter noch nicht ausgebildet. Wenn wir uns jetzt wehren, lösen wir am Ende noch einen Krieg zwischen Ura und Numara aus. Das heißt, wir tun jetzt also... was? Keine Bewegung, sonst werdet ihr es bereuen. Wir lassen uns also schnappen. Das ist brillant.
Wir müssen ihnen verständlich machen, dass Kämpfen nichts bringt. Dann brauchen wir die Hilfe der Königin. Die Königin! Gute Idee. Wir zwei sind dicke Freunde, schon ewig. Kein Problem. Ja, genau. Es war klug von euch aufzugeben, Spione. Wir sind keine Spione. Wir wollen mit euren Vorgesetzten reden. Na, ob das so funktioniert? Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ne? Schauen wir erstmal, was jetzt passiert. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, was passiert ist jetzt. Ich kann mich dezent an den letzten Augenblick erinnern, den ich gespielt habe, aber das weiß ich auch nicht. Wenn ihr keine Spione seid, was soll das dann alles? Was soll was alles? Für einfache Reisende seid ihr aber in ziemlich merkwürdige Ereignisse verstrickt. Tut mir leid, dass ich vorgab, jemand anderes zu sein. Ich möchte nur, dass Sie mich bitte anhören. Oh, das werde ich. Ihr werdet mir sagen, was Ura vorhat. Ach, das sollte doch eine Überraschung sein. Sie wollten dir eine Party schmeißen. Wo ist die Königin? Oh, das hat wehgetan. Was meinst du, mit wem du sprichst? Idiot. Was soll denn dieser Blick? Die schwulste Magierin aller Zeiten. Unser Freund hier sieht etwas Merkwürdiges in deinen Augen. Was? Tja, dann sehen wir, was es mit den Augen auf sich hat. Auch die Zauberer unseres Landes haben beeindruckende Fähigkeiten. Etwas stimmt nicht, General. Tu es. Ja, Sir. Warte! Oh! Ah! Jensen! Wow, seht ihr, was ich sehe? Sind das meine? Oder? Es sind zweifellos Kristalle aus magischer Energie. Was dieser Mann sieht, wird durch diese Linsen aus Licht an einen anderen Zauberer übertragen. Sie heißen Spionaugen und erlauben einem Zauberer all das zu sehen, was der Träger sieht. Sehr schlauer Schachzug. Selbst für einen Spion. Ich bin nicht so schlau. Nicht, dass ich dumm bin, aber ich wusste nichts. Verzeiht, General. Aber dieser Mann sagt wahrscheinlich die Wahrheit. Was? Spionaugen können eingesetzt werden, ohne dass der Träger das merkt. Das konnte ich beim Herausnehmen erkennen. Das ist höchste Magie, die weit über meine eigenen Fähigkeiten hinausgeht. Selbst du hättest das nicht geschafft? Ganz genau, Sir. Ah, ich glaub's einfach nicht. Er hat mich benutzt. Oh, ist dir das auch schon aufgefallen? Ah, das wird mir dieser gierige, senile alte Mistkerl noch büßen. Ha, dafür reicht eure Zeit nicht mehr, Spione. Tötet sie. Warum? Tja, wie war das? Ich glaube, der Wille ist dann wohl nicht anders. Wir haben leider keine große Wahl. Na, klasse. Ha, nicht sehr schlau, hm? Machen wir die halt kaputt. Ich hätte zwar gerne schon meinen Konter gehabt, aber... Oh je. Okay, die haben echt viel Leben. Fähigkeit, Gebet. Ja, super. Na, wenigstens habe ich die Fähigkeit Gebet noch drauf. Dann würde ich sagen, machst du mal ein Prisma. Und wir hauen die so lange zu drei. Das war nur eins. Au.
richtig nett. Alter, da machen die auch noch Schaden ohne Ende. Kein Problem. Wir wechseln mal die Ziele. Und hier setzen wir fort. Kann sein, dass wir gleich zwei auf einen Schlag kriegen. Das wäre nicht schlecht. Auch hätte ich jetzt die Kinder dabei. Sehr schön. Na komm. Greifen wir den letzten an. Level up. Sehr schön. Total asynchron. Ja. Das war easy, würde ich mal sagen. Keine Ahnung, was daran so schwer sein sollte. Ist das von deiner Mutter? Recht scharfes Teil. Es ist. Oh, aber wir. Hey! Hey, komm zurück! Oh, wer war das? Warum trägt er ein BH? Guck mal, da sind wir wieder. Luke, Max. Hey, wo kommt ihr denn her? Hey, das Anschleichen war lustig. Es hat viel mehr Spaß gemacht als Versteckenspiel. Ja. Das habt ihr gut gemacht. Gehen wir. Okay. Okay. Was? Aha! Lass sie nicht entkommen! Holt die Wächterbestien! Oh, oh, oh. Na, die Geste von ihm hätte aber ein bisschen zensiert werden müssen. Gut, wir haben also Wächterbestien hinter uns. War das eine? Da weichen wir einfach geschickt aus, aber keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Hier vielleicht hin? Scheiße, da war irgendwas hinten. Nein. Aber wir können immer noch gucken. Ja, nichts eigentlich. Ja, gut, eine Tür, ne? Ja, okay, wir müssen weiter. Oh, eine Bestie. Welche Bestie? Nein. Oh nein. Ah, damn you. Hätte die Wächterbestie nehmen sollen. Ich glaube, das wäre einfacher gewesen. Mal schauen, gegen wie viel müssen wir denn antreten? Wieder gegen 50. Ach, wir sind alle wieder komplett. Was soll denn das rechte Ding sein? So, machen wir die kaputt. Zaubern, schwarze Magie, Feuer auf. Ja toll, die haben alle keine Elemente. Dann zaubern, weiße Magie, am besten ein Allschild. Und du machst mal einen Machttreffer gegen... Ja, den hier. Was sollen wir schon gegen uns anrichten? Wir sind zu fünft. Greif doch nicht den Kleinen an, der ist schwach. So, aber du bist ja nett. Ja gut. Das war klar, dass der da hinten stirbt. Es ist echt ein Fehler, ihn nach vorne zu packen. Es ist einfach so. Der wird sofort weggenascht. Der wird weggenascht. Einfach so. Das bringt eigentlich gar nichts. Kannst du schon wieder beleben, Lena? Na gut, machen wir ein bisschen Deckung für Kaim. Ja.
Na komm, ich will wenigstens zum Speicherpunkt kommen, also los. Mach sie kaputt. Ja, das hat's auch gebracht. Gut. So, dann greifen wir jetzt alle einmal kurz an. Das wird schon passen. Na gut, der wird zwar davon nicht sterben, aber... Ich krieg nie damit MP. Nie. Das ist komplett schwachsinnig. Zöger das Ganze nur noch weiter hinaus. Nee, das hat ja nicht mal was gebracht. Kompletter Schwachsinn. Ich will jetzt Max für diesen Scheiß nicht wiederbeleben, ganz ehrlich. Wir packen ihn gleich nach hinten. Und dann ist gut. Das war aber knapp. Kontern. Ja, jetzt haben sie alle Kontern drauf. Sehr schön. Aber ich möchte wenigstens zum Speicherpunkt kommen. Mehr möchte ich nicht. Oh, leck mich. Das Problem ist, ich habe halt nur Zeit für die eine Folge hier. Deswegen müssen wir ein bisschen tricksen. Wie bitte was? Hä? Haben wir hier so ein doofes Rätsel oder was? Jetzt sind wir auf der Seite, ja? Na gut. Nein, da waren wir übrigens. Wir gehen jetzt hier hoch. Dann müssten wir langsam da hinten ankommen. Langsam aber sicher. Wir müssen ihn verarschen. Ja. Verarscht. Haha! Ja, Freunde, ich würde dann sagen, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.